Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen zu den Deadpool Challenges der Woche 6 zeigen. Mit den Challenges kann man dann die Lackierung freischalten und ab nächste Woche wird man dann auch den Deadpool Skin an sich freischalten können. Natürlich hat sich hier auch wieder das Ganze geupdatet. Jetzt hier ein Rohrbruch in dem Häuschen drin. Die Challenges für diese Woche sind eigentlich wie immer eine Sache auf der normalen Map, eigentlich im Hauptquartier. Im Hauptquartier müssen wir einmal Deadpools großen schwarzen Filzstift finden und dann müssen wir Plakate von Ghost oder Shadow verunstalten. Der große schwarze Filzstift ist tatsächlich gar nicht so leicht zu finden, denn dort müssen wir zu einem älteren Agent gehen, und zwar zum Brutus-Agenten. Dort einmal rein. Dann befindet sich der hier vor dem Computer auf dem Schreibtisch. Einmal raufklicken, dann habt ihr den ersten Teil der Challenge schon fertig. Und als nächstes müsst ihr dann natürlich nochmal eine normale Runde spielen und dort 3 Plakate insgesamt verunstalten. Die befinden sich in so ziemlich jeder Stadt. Müsste man irgendwo finden. Da muss man einfach damit interagieren. Das heißt, ihr braucht noch keine Sprays oder so, die ihr darauf sprayt, sondern einfach nur interagieren. Ich mache es jetzt einmal im Kampflabor, damit ich euch das entspannt zeigen kann. Wenn ich natürlich auf dem Weg bin, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann helft ihr mir auch auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Der Weg wird ja immer kürzer dahin. Und es kommen wirklich zurzeit so viele neue Abonnenten dazu. Auch wirklich vielen, vielen Dank. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich werde jetzt auch auf Twitch live sein, während dieses Video online kommt. Dort werden wir heute wieder Daily 2 Cup spielen, wie generell eigentlich jeden Tag. Und heute wird es dann auch noch die Solo Hype Night geben. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dort auch ein Follow da lasst. Und das, oder ein Plakat, von dem ich auf jeden Fall weiß, wo es ist, befindet sich hier in einer Frenzy Farm, nämlich in diesem Häuschen. Da einfach einmal verunstalten klicken und dann habt ihr das auch schon. Das müsst ihr dann noch bei 2 weiteren machen. Gibt hier, glaube ich, sogar insgesamt in Frenzy Farm noch 2 weitere. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo die sind. Werdet ihr sicherlich irgendwann mal zwischendurch sehen und da macht ihr es einmal schnell. Dauert ja letztendlich nicht lange. Und das waren dann auch schon alle Challenges. Damit schaltet ihr, wie gesagt, die Lackierung frei. Und nächste Woche gibt es dann natürlich auch auf meinem Kanal alle Lösungen zu den Challenges für den Deadpool-Skin an sich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.